Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Breath Edge. Wir haben uns letztes Mal den Scanner gebaut. Ich wollte die Kamera sagen, den Scanner gebaut. Und damit werden wir mal unten gucken gehen, was wir machen müssen. Was wir hier... Ich habe immer noch keine Ahnung, ob wir das Ding hier in die Station stellen müssen. Guck mal, wir können den auch drehen. Also er sagt uns jetzt, es ist blau. Wir könnten den irgendwo anbringen. Soll ich das mal ausprobieren einfach? Ob das hier richtig ist? Ach so, ich musste dann gedrückt halten und dann installieren wir den. Vielleicht setzen wir uns den hier irgendwie hin oder so? Oder ob das nur irgendwie ein Gag ist oder so? Keine Ahnung. Wir setzen uns... Ne, hier geht nicht. Hier geht aber. Wir setzen uns das Ding jetzt mal hier hin. Okay, das geht nicht. Ja, gut, dann wir gehen mal unten zu dem Raum hin, wo wir eh scannen müssen. Ne? Da müssten wir hier unten müssen wir scannen. Da hat er ja mal gesagt, hier scann mal den Scanner. Und wir haben uns jetzt ja einen gebaut. Und das heißt, wir gehen da jetzt rein. Hoffentlich. Mal gucken. Scan. Geil, die Tür ist auf. There can be no mistake here. This is working autonomous oxygen station. It can be used for long distance flights if you don't break it. Cool. Okay. Ich habe... Okay. Die Frau, die belästigt uns schon, ne? Das ist Belästigung auf dem Arbeitsplatz, liebe Dame. Können wir das mitnehmen, ohne geschockt zu werden? Ja. Oh, dafür brauchen wir eine Schere. Die sollten wir vielleicht nochmal mitnehmen, ne? Da müssen wir uns nochmal eine craften. You must carefully remove the station by removing two screws. Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. You have a set of its parts and a light taste of despair. Okay, wir sollten die eigentlich vorsichtig auseinanderbauen, haben es jetzt kaputt gemacht. Und wir haben irgendwie neues Rezept gelernt. Okay, hier kriegen wir noch Gummi her. Wir haben keine Schere mehr, ne? Können wir das Ding hier jetzt installieren? Ne, okay, es fliegt einfach nur irgendwie durch die Gegend. Dann müssen wir mal gucken. Guck mal, noch mehr Gummi, was wir uns mitnehmen können, das brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen nochmal zurück und craften uns nochmal eine Schere. Und wir können uns auch nochmal dieses Hammer-Ding craften. Okay, dankeschön. Das finde ich aber cool. Dann haben wir hier unten quasi so einen kleinen Zwischenpunkt, wo wir uns auch wieder Sauerstoff holen können. Sehr cool, sehr cool. Ups, Giddy. So, wir machen uns jetzt mal ein paar Sachen wieder fertig. Ne? Wir brauchen eigentlich die Schere. Und eigentlich, was kommt jetzt hier noch dazu? Ein Sauerstoffgenerator. Battery, bla 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 bla. Okay. Somit können wir uns quasi den Generator herstellen und uns dann zwischendurch einen Schluck Sauerstoff gönnen? Oder wie verstehe ich das? Was brauchen wir dafür? Okay, geht eigentlich noch, ne? Die Sachen haben wir eigentlich mehr oder weniger, ne? Wir kriegen die Sachen wohl dazu. Eine Station. Geil. Also wir können uns richtig, richtig coole Sachen bauen. Erstmal brauche ich jetzt aber wieder Tools, ne? Erstmal brauche ich hier wieder... Wir könnten uns auch mal eine Drill bauen, ne? Aber wir bräuchten eigentlich eine Schere und wir brauchen eigentlich einen Grabber. Ja gut, den könnten wir uns auch wieder bauen, aber wir brauchen eigentlich diesen Scrapper. Oh, guck mal, dafür brauchen wir nur drei Metall. Dann nehmen wir uns den erstmal. Ah, wir haben gar kein Metall mehr. Ahahaha. Ich glaube, dann können wir uns... Ja gut, dann müssen wir erstmal Metall wiederfinden. Okay, wir müssen Metall finden. Mist. Und dann brauche ich das Teil und dann kann ich nämlich, glaube ich, auch diese Metallbrocken zerschlagen, ne? Hier hinten ist noch Metall. Ne, ist groß. Ist ein großes Stück. Damit können wir so nichts anfangen. Hier oben. Oh, da sind viele kleine. Sehr gut. Oder bist du, ist es das Draht? Ne. Oh, ist was anderes. Ist irgendwas. So ein Süßkram. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Erstmal gucken wir uns gleich an. Honig, ja, steht ja daneben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, hier ist noch mehr Honig.
Und eine zerdrückte Dose. Ich weiß nicht genau, ob wir mit den Sachen was anfangen können. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Sauerstoff tanken. Genau, weil er meckert wieder rum. Ist aber gut, dass wir so ein Warnsystem haben, sonst würden wir da völlig durcheinander kommen. Jetzt haben wir Honig. Was können wir denn mit dem Honig machen? Was können wir denn jetzt herstellen? Food. Ah, macht uns aber durstig. Jetzt haben wir ein bisschen viel Honig, ne? Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, dass wir das noch weiterverarbeiten können, ne? Die ganzen Sachen. So, das packen wir erstmal hier. Den ganzen Kram packen wir hier erstmal rein. Alkohol, noch muss ich mir keinen gönnen, ne? So, wir könnten uns, glaube ich, schon eine Schere herstellen, ne? Ah, ist immer gut, dass ich alles auspacke. Ne, drei Metall. Ich möchte erst einen Handy-Scrapper haben. Das heißt, wir brauchen noch ein Metall. Wir haben nur zwei, ne? Wir hatten nur zwei, oder? Zwei, ja. Oh, ich muss auch was trinken. Hab ich so nichts mehr. Und ich habe auch kein Eis mehr. Cool. Gute Voraussetzung, um was zu trinken. Vielleicht holen wir uns mal schnell Wasser. Die sieht man immer so schlecht, ne? Immer wenn man es sucht, findet man es nicht. The number of knocked down elderly women is impressive, as well as the fact that elderly women might be run over in space at all. Ja, ist faszinierend. Aber die belästigt uns nicht mehr, ne? Da hat die vorher noch mal Glück gehabt, du. Ich hab mich da echt schon... Oh, da hinten ist auch noch Gummi. Cool. Richtig geil. Komm, wir nehmen uns das auch noch mal mit. Wobei wir viel mehr Wasser brauchen, ne? Shit, shit, shit. Wahrscheinlich meckert er gleich auch wegen Wasser, ne? Wir stellen uns mal eben was her. So. Ja, zwei können wir uns herstellen, auf jeden Fall. Und dann stellen wir uns auch nochmal eben was zu essen her. Ich weiß nicht, ob ich mir unbedingt Honig herstellen will, weil mich das halt auch lustig macht, ne? Aber das füllt halt 40 und das nur 25. Wir probieren mal so einen Honig aus, komm. Wir gönnen uns jetzt so ein Honigdingens. Das heißt, das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen auch nur einen Honig dafür. Okay, cool. Müssten wir noch hinkriegen, dass wir nicht sofort sterben? Ah, Inventar ist voll. Boah, wir konnten direkt alles wegtrinken, ne? Okay, wir brauchen immer noch Metall und wir brauchen noch viel mehr Wasser. Oh. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Das sieht auch aus wie was, was wir dann zerschlagen können. Metall, Metall, Metall. Wasser. Metall. Schon alles aufgesammelt? Ne, da oben. So, jetzt könnten wir uns so ein Ding herstellen. Dann können wir nämlich diese anderen Teile auch zerkloppen. Dann hätten wir halt eine größere Wahrscheinlichkeit zu überleben, ne? Aber sonst irgendwann gehen uns halt die Ressourcen aus, sag ich euch. Ich seh's kommen, ey. Okay, hier habe ich jetzt so nichts mehr gesehen. Ja, dann stellen wir uns so ein Ding her und dann zerkloppen wir mal ein bisschen hier Material um eine Base drumherum. Damit wir da was zusammenkriegen. Schöne Musik, ne? So, drei Stück brauchen wir davon. Und jetzt können wir uns den herstellen. Und was ist das hier oben denn? Da leuchtete noch was deswegen. Achso, die Unterhose. Ja, gut. Und danach müssen wir halt eigentlich immer noch gucken, dass wir hier die Quest fertig kriegen. Ne? Zum Evakuierungspunkt, da kommen wir gar nicht hin. Ja, da kommen wir einfach nicht hin. Das ist Schwachsinn. Also da kommen wir gar nicht ran. Ich frage mich, warum wir unseren nicht mehr haben. Habe ich den weggeworfen? Habe ich den mal gedroppt oder so zwischendurch? Der hat 35 Haltbarkeit. Ja, danke. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. So, und jetzt müssen wir die hier doch kaputt schlagen, oder? Ach, guck. Siehst du?
Sehr cool. Dann machen wir, sollen wir das auch mal kaputt machen? Wasser. Oh, wie geil. Richtig cool. Hier gab es doch mal so Container, die wir auch zerschlagen konnten, ne? Da, da unten sind sie. Wir tanken nochmal eben schnell Sauerstoff. Boah, 25 Haltbarkeit nur noch, ne? Ja gut, aber einen so ein Metallblock heißt einen wiederherstellen. Dich will ich kaputt machen hier. Was bist du denn? Was ist denn da drin? Eine Schere? Zweimal? Geil. Können wir hier was machen? Ne, schade. Leider nicht. Was bist du? Auch einfach Metall, ne? Ne, Plastik, oder? Ne, ist auch Metallstück. Na gut, Metall brauchen wir definitiv. Brauchen wir definitiv. So, hier ist nochmal Wasser. Das zerschlagen wir auch. Wir haben ja noch ein bisschen Platz im Inventar, ne? So. Und hier nochmal. Cool. Zack. Probleme wieder gelöst. Jetzt können wir uns noch so eine Schere wiederherstellen. Weil wir ja auch was gefunden haben. Wir könnten uns hier, so, jetzt brauchen wir nur einmal Draht. Das haben wir. Einmal Draht haben wir. Dann haben wir die Schere. Dann können wir uns wieder Gummi sammeln und so was, ne? Einmal Draht raus. Und packen wir zweimal Wasser rein. Und dann müssen wir mal gleich gucken. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. So ist es nicht. Geil. Stellen wir uns die jetzt her. Dann könnten wir uns quasi auch nochmal eine Drill mal herstellen, ne? Dann können wir ein bisschen nach Material bohren. Warte mal, ich möchte gerne die beiden tauschen. Ah gut, so geht's nicht. Ja, wir gucken nochmal eben. Hallo, ich wollte hier gerne raus. So. Wir gucken hier nochmal eben nach Equipment. Ein Helm, Glas. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas kaputt schlagen. Haben wir? Aluminium? Ja gut, dafür brauchen wir halt den Bohrer dann. Aber wir könnten uns... Ach, Radiation Protection. Also ist ja hier unten immer das, was du mal so hochploppst. Schade. Ich dachte, das würde mehr bringen. Aber wir müssen auch mal gucken, wie wir uns dann ausrüsten können, ne? Wir können hier ja auch noch was... Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das der Generator sein soll? Hier... Ich hab vergessen, in welchem Reiter wir sind. Okay. Ob wir uns so ein Ding herstellen? Hier, warte mal. Das hier? Könnten wir eigentlich machen, ne? Plastik haben wir. Metall können wir uns auch herstellen. Und eine Batterie können wir uns auch herstellen, oder? Ne, Metall können wir uns nicht herstellen. Wir stellen uns erstmal so ein Klebeband her. Wir stellen uns erstmal so ein Klebeband schon mal her. So, dann haben wir das nämlich raus. Dann stellen wir uns nochmal Wasser her. Und zum Essen stellen wir uns jetzt nochmal einmal Honig her, weil wir das jetzt gerade noch im Inventar haben. So, jetzt ist das schon mal ein bisschen besser sortiert. Jetzt haben wir noch dreimal Metall, Kleber und hier und da. Ja, wir sammeln erstmal wieder fleißig weiter. Diese Boxen, die fand ich geil, ne? Die möchte ich gerne hier weiter kaputt schlagen. Geil, eine Batterie drin gewesen. Kann ich euch auch kaputt machen, dass ich hier... Ne, schade. Ich dachte, ich könnte das auch machen. Boah, hier kriegen wir richtig Kram raus aus diesen Kisten, ne? Das ist ja saucool. Ich möchte so ein Ding kaputt machen. Achso, da kriege ich Plastik raus. Also, und unser Dings ist kaputt gegangen. Aber ist kein Problem. Ist kein Problem. Wir haben so viel Material wieder gekriegt. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wo wir hin müssen als nächstes, ne? Das ärgert mich. Da steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Hm.
Sehr komischer Platz, tödlich. Ich muss herausfinden, was da ist oder was da abgeht. Ja, gerade noch nicht. Gerade muss ich es noch nicht herausfinden. Weil ich auch gar nicht weiß, was wir hiermit machen sollen. Hier steht auch, eigentlich ist nur Müll, ne? Ist Müll? Ist wahrscheinlich nur ein Gag oder so, ne? Messages. Babe. Oh, guck mal, hier können wir... Hallo, hier können wir alles durchlesen. Rescue Team. Achso, ja, das ist da und da, bla bla. Ja, hier ist natürlich... die belästigt einen schon so ein bisschen, ne? Das ist so geil, ne? Es ist so geil. Wir trinken mal einen Schluck. Und jetzt düsen wir nochmal... Da hinten siehst du das Signal. Hier ist irgendwas am Brennen. Ich gehe mal hier runter. Kann ich hier was kaputt machen? Nee, ne? Weil da... Ach so, weil ich so oft dieses Gasding genutzt habe. Oh. Was ist hier? Plastik und noch eine Batterie. Also Batterien finden wir jetzt gerade wirklich viel. Das ist gut, dann muss ich die auch nicht herstellen wieder, ne? So, ist hier noch irgendwie was, was wir noch nicht... Machen wir den hier auch mal eben kaputt. Gucken, was da drin ist. Noch eine Batterie und das war's. Aber eine Batterie war da drin. Dann müssen wir die nicht mehr herstellen. Bei dir, ich kann hier nichts machen, ne? Ne, ups, habe ich vergessen. Da. Ja, das ist aber cool. Wenn wir so viele Batterien finden, dann können wir die Sachen auch für andere Teile nutzen. Boah, sind jetzt ganz schön viele Quests hier aufplopsen, ne? Boah. Boah, Leute, haben wir viele Batterien. Aber ist okay, ist okay. Wir können uns davon noch einen herstellen. Ich habe da oben immer noch keinen Platz, ne? Ne, ist randvoll mit Bildern. Das ist auch bescheuert, dass ich die am Anfang alle eingesammelt habe. Ich wollte gucken, was wir hier für die Station brauchen, ne? Equipment, mit Batterien. Okay, ups, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das hört man nicht. Okay, wir sollten es danach nicht anfassen. Es wird super heiß, das Teil. Ach, ich glaube, das kann ich... Oxygen Handle? Wo kriege ich das denn her? Ist das nicht hier gewesen, unter den Items? Oxygen Candle, das ist schon noch hier auch, oder? Habe ich das gerade falsch gelesen? Nee. Okay, komm, das stellen wir uns jetzt her. Ich möchte das Ding mal herstellen. So ein bisschen Try and Error. Ich komme hier mit den Dingern durcheinander. So. Das stellen wir uns jetzt her. Haben wir. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch Aluminium. Aluminium müssen wir bohren. Das heißt, wir brauchen einen Bohrer. Richtig? Ja, richtig. Dafür brauchen wir Metall. Metall finden wir draußen. Das heißt, wir kloppen noch ein bisschen was kaputt. Diese ganzen Dinger hier auf der Map, ich lasse die mal einfach links liegen. Ne? Ich lasse die mal alle links liegen, weil da kommen wir... Da komme ich eh noch nicht hin. Komm, mach es kaputt. Oh, das war geizig. Zwei Stücke nur. Komm her. Auch nur zwei. Ah, hier sind auch noch zwei am Fliegen, dann ist okay. So, zwei kleine Düsen hier noch rum. Wir tanken mal eben kurz Sauerstoff. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich dafür brauchte. Ich glaube einen nur, ne? Ich glaube nur einen so ein geformtes Metall, ne? Wenn ich das richtig habe. Nee, das war... Hier. Aluminium. Das ist nichts zum Tragen. Das ist das, was mich irgendwie stört, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir das herstellen möchte.
Und ich kann es in die Oxygen Station reinpacken. Das kann ich also quasi hier reinpacken. Ach so, dann ist das hier wahrscheinlich, warte mal, so ein Befüllungsding, womit ich dann quasi den hier auffüllen kann für meinen Anzug, wa? So wie ich das verstehe. Okay, was brauchen wir dafür? Aluminium. Ah ja, dafür bräuchte ich erst den Bohrer. So, und dafür brauchen wir einmal Metall. Ja, also ich hab das Gefühl, die Frau will uns umbringen. Von dem, was sie da die ganze Zeit so erzählt. So, Tools. Stellen wir uns jetzt mal den Bohrer her. So. Ja, damit kann man Löcher bohren. Gut. Dann tausche ich das mal so. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Warte mal, ich rüste den mal aus. Oh, geil. Guck mal, alles hier mit Klebeband fertig gemacht. Das ist Safety first. Dann bohren wir jetzt mal irgendwo. Wenn ich jetzt noch so eine Stelle mal wiederfinde. Da hinten ist was. Da unten ist auch was. Aber hier war, da war auch. Hier war auch. Das sieht auch aus wie Aluminium, ne? Ja. So, das machen wir jetzt leer. Und was bist du? Eis. Achso, dafür, da kann ich dann gegenschlagen. Cool. Ja, jetzt haben wir Aluminium. Da ist auch noch was. Und da hinten ist auch noch was für die Schere. Also wir finden wirklich, wirklich viele Ressourcen, davon abgesehen. Aber irgendwie... ich weiß nicht, ob der Fortschritt mir irgendwie so ein bisschen fehlt, ne? So, jetzt müssten wir dich doch herstellen können. Achso, jetzt brauche ich erst nochmal Tape. Dafür brauche ich nochmal so ein Gummi. So, und jetzt können wir das Tape herstellen. Das ist auch krass, dass wir dafür zwei Stück brauchen, ne? So, jetzt haben wir die. Die können wir auch wieder platzieren. Leckt mich doch am Arsch. Ist das ein Riesenteil? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. If this station doesn't explode, your engineering skills will be reconsidered. I recommend that you investigate the immediate vicinity in search of radiation protective equipment for flying to the evacuation zone. Okay, bla 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 bla. Okay, er empfiehlt uns einfach ein paar Sachen zu machen. Wo kann ich das denn anschließen? Ach, wahrscheinlich muss ich das unten anschließen. Moment. Wir trinken mal eben einen Schluck. Lecker, lecker. Wir essen auch nochmal was. Super. Ja, es ist sowieso alles sauvoll. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Station... Wie bin ich denn so sacklangsam? Hier unten gar nichts bauen, sondern die hier wieder aufbauen, oder? Kann ich dich auch kaputt kloppen? Ja. Mal gucken, was kommt denn da raus? Boah, ist das... Ach, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Da habe ich genau nichts rausgekriegt. Aber wir kriegen da unten eh gleich wieder Sauerstoff. Irgendwo war hier doch noch Wasser. Na egal, finden wir wohl wieder. So, hier kriegen wir das. Die ist kaputt. Können wir die jetzt hier anschließen? War gerade mal am Leuchten, ne? Hast du es gesehen? Würde ich gerne hinstellen. Gerade konnte ich die mal platzieren. Was soll das denn? Was soll das denn? Wo muss ich die denn anbauen? Ich mache das bestimmt mega falsch gerade. Ne, kann ich nicht. Kann hier nichts dran bauen. Okay. Dann machen wir das nicht. Aber wir können hier nochmal ein bisschen rausschnibbeln. Kriegen wir nämlich noch
Gummi, was wir brauchen. Ups, da habe ich gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Schade, dann können wir hier doch nichts machen. Hallo? So, wir nehmen hier mit, was wir kriegen können. Hier ist noch Wasser. Wieso kann ich denn die Station hier nirgendwo anbauen? Das stört mich gerade. Hier ist noch Draht. Ja, es ist einfach ein Riesenkondom. Dann habe ich das doch richtig gesehen. So, das nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir zurück. Also müssten wir nicht. Wir könnten noch unten in das Zwischending rein. Aber ich möchte mir nochmal so ein Teil bauen, womit ich Sachen kaputt schlagen kann. Und das kann ich leider nur hier machen. Das kann ich ja leider nur hier machen. Das ist ja riesig, das Teil. Kann ich das doch in meinen Anzug stecken? Schade. Schade, schade, schade. Da hatte ich ja große Hoffnungen. Muss ich wirklich sagen. So, dann stellen wir uns jetzt das Ding aber wieder her. Das ist so kacke, ne? Dass das Teil nur 35 Haltbarkeit hat. Ja, nervt mich bitte nicht, Frau. Ja, es könnte alles vergiftet sein. Pass bitte auf dich auf. Ja, danke. Das ist mir gerade egal. Ich möchte diesen einen Stein da unten noch kaputt kloppen. Da waren wir doch hier unten, oder? Da haben wir doch irgendwo hier hingeschoben. War das nicht hier? Doch, da. Der war nämlich schon fast kaputt. Den machen wir jetzt ganz kaputt. Ah, leck mich doch, da kommt nichts raus. Ach, verpiss dich. Entschuldigung, aber das ist ja mal... Oh, pures Mobbing. Schade, dass wir hier nichts abbauen können. Oh, hier laden wir uns mal eben auf. Vom Sauerstoff her. Wieso kann ich denn hier nichts bauen? Also mal ja am Anfang gesehen, wir könnten eigentlich was bauen. Ich weiß aber jetzt nicht wo. Wo und wie? Okay, wir gehen jetzt hier oben nochmal hin. Die Steine lasse ich jetzt Steine sein. Das ist ja... Kacke. So, den hier können wir aber noch kaputt machen. Dann nehmen wir Plastik raus. Plastik ist gut. Brauchen wir eh alles irgendwann, ne? Hier haben wir noch Draht. Viel Draht. Und hier können wir nochmal ein bisschen Metall abkloppen. Guck mal, drei Stück können wir uns direkt wieder einen bauen. Also einen so einen Scrapper bauen. Da wird man schon so ein bisschen sammelsüchtig, ne? Glas, oder? Ne, Wasser. Mist. Schade. Wie kriege ich denn... Ja, Mist. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Wo kriege ich denn Glas her? Irgendwie muss ich ja was zerschlagen, um Glas zu kriegen. So, erstmal müssen wir jetzt was trinken. Ja, wir haben jetzt sowieso Wasser gekriegt, deswegen kein Problem. Inventar ist fast voll. Gucken wir mal, was wir herstellen können. Also wir können wieder halt toll dieses Klebezeug herstellen. Ist auch das Einzige, wofür wir Rubber brauchen, ne? Deswegen stellen wir einen her. Ist ja nicht weg, ne? So, jetzt bräuchten wir... Wir könnten uns so ein Ding bauen, will ich aber gar nicht. Stations, ich möchte mir jetzt hier... Ja, das ist halt Equipment, ne? Für uns, das haben wir schon. Eigentlich müssten wir uns diesen Generator bauen. Boah, da muss ich echt mal... Also man kommt wirklich langsam nur so Stück für Stück voran, um dann zu gucken, was man machen kann, ne? Lebensmittel. Stellen wir uns mal her, wir haben eh einen eingesammelt. Und wir stellen uns auch nochmal Wasser her. So, das haben wir. Dann gucken wir mal weiter. Für die Station, die beiden Sachen haben wir schon. Ich weiß aber nicht, was wir damit machen sollen, ne? Irgendwann werden wir es, glaube ich, herausfinden. Wenn ihr das wisst, dürft ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben.
falls ihr da irgendwo mal so ein bisschen Erfahrung drin habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich dann weiß, was ich überhaupt machen soll. Da muss ich, ich will jetzt nicht sagen, nicht selber googeln, aber Interphone, ja, kann ich nichts mitmachen, ne? Aber dann wisst ihr, was ich meine, ne? Dann Tipps, Ratschläge, alles immer gerne gesehen. Wir gucken jetzt nochmal weiter. Und zwar weiß ich nicht genau, wo ich hin will als nächstes. Hier ist Wasser. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr Metall haben. Einfach nur, weil wir das eh brauchen für den Scrapper hier. Und ich muss halt, ich möchte halt irgendwie in die Kisten gucken. Ne? Ich habe halt wirklich Hoffnung, dass wir da saucoole Sachen kriegen. Guck mal, noch eine Schere. Geil, können wir uns dann auch herstellen. Ganz viel Gummikram. Da kriegen wir Eis raus, also Wasser. Da hinten brennt es. Ey, da kommen wir nicht hin. Da erfriere ich doch. Da unten sind noch Sachen. So kleine Sachen, diese technischen Dinger, die möchte ich halt gerne kaputt schlagen. Einfach nur, damit wir dann wirklich die Sachen auch haben, ne? Also Batterien etc. etc. Jetzt haben wir so viel Gummi, ne? Das finde ich cool. Das finde ich gut. Besonders stellen wir aus zwei Stück einen her und sparen damit ein bisschen Platz, ne? Das finde ich sehr geil. Ich glaube, ich werde mir mal so ein Ding herstellen. Wir haben eh genug Metall. Um danach zu sagen, wir können uns noch unseren Scrapper wieder her, also unseren Tool hier herstellen. Eigentlich können wir alles herstellen, ne? Wir haben keinen Grabber. Einen Grabber bräuchten wir nochmal wieder. Das war ja vorher, hatten wir ja nur diesen Handkratzer. Der ist ja weg. Und dann können wir uns den hier bauen, um Sachen zu greifen. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hinführt. Wir kommen halt immer noch nicht zum Evakuierungspunkt, ne? Was sagt sie? Ich weiß halt nicht, ob sie uns verarschen will mit dem, was sie immer erzählt. Also quasi in den Tod führen will oder ob sie uns wirklich helfen möchte. Da hinten 815 Meter. Ich glaube, das wäre eine Distanz, die können wir überbrücken. Ich möchte aber vorher unten nochmal zu diesem Thief da unten hin. Vielleicht machen wir da... Ach komm, das machen wir jetzt noch alles. Ich habe gerade eh ein bisschen Zeit. Deswegen eiern wir da jetzt hin. Wir haben ja ein bisschen mehr Sauerstoff. Und wir haben unseren Boost. Ah, unten, die Radiation sagt schon langsam wieder, pass mal auf hier. Knapp wird es trotzdem wieder, genauso wie letztes Mal. Okay, ich bin immer noch nicht gestorben. Klingt ein bisschen, als ob sie sich beschwert. So. Was darf ich hier tun? Uppasasa. It's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Okay. Wird knapp. Ja, wir werden definitiv Schaden kriegen. Schade. Ich dachte, ich könnte da mehr machen. Oh, oh. Oh, oh. Da werden wir richtig Schaden kriegen. Ja, eigentlich müssten wir es überleben, ne? Ging das letzte Mal auch schon so schnell runter, die Lebenspunkte? Schneller, bitte. Gib nicht auf. Gib nicht auf, mein Freund. 50 Meter noch. 40. Ja, beruhig dich mal. Doch schon drinne. War doch gar nicht so schlimm. Ach, das Anstellerei von ihm hier. So. Ja, ich leg mich mal schlafen. Füll ein bisschen unsere Lebenspunkte wieder auf. Also wir wissen, das ist so das Maximum. Hin- und Rückweg, viel weiter kommen wir nicht, sonst werden wir wirklich sterben. Wir sind am Ende einer Folge von Breath Edge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.